طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نمن الله سيس ألا بام ما سيس ومهاتسين الله سيزيغن تهيل ونطام هاتس شكايت سنة قفيت محمد und auf den all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Nach längerer Zeit machen wir wieder mit Tawhid weiter. Und nachdem wir Alhamdulillah inshallah erfolgreich das erste Band von Kitab al-Tawhid abgeschlossen haben, beginnen wir heute mit dem zweiten Band. Und das Ganze besteht auch nur aus zwei Bänden. Und zwar das heutige Thema ist auf Arabisch Babun Maja'a fit Tanjim. Und zwar geht es hier um die Astrologie. Und Astrologie und gemeint ist also alles, was Astrologie zu tun hat mit Sternen, Sternenkunde. Und sowohl die erlaubten Teile davon als auch die verbotenen Teile davon. Denn wir wissen, unter Astrologie normalerweise verstehen wir darunter, dass jemand zum Beispiel durch ein bestimmtes Sternenbild etwas voraussagt. Und das Urteil darüber werden wir besprechen und auch die erlaubten Teile von der Sternenkunde, wenn man das so übersetzen kann. Ja. Auf Arabisch bedeutet nämlich Najm, bedeutet Stern. Stern, ja. Wie dem auch sei, es gibt diese Sternenkunde, ich taufe die jetzt mal so, die kann man in zwei Teile einteilen. Entweder sprechen wir darüber, was die Sterne bewirken, oder wir sprechen darüber, was, wie die Sterne in ihrer Umlaufbahn schweben und was damit zusammenhängt. Denn die Sterne, die ja in Wirklichkeit nichts anderes als Sonnen sind, die haben ja auch ihre Umlaufbahnen. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ein jedes von diesen Gestirnen schwebt in seiner eigenen Umlaufbahn. Und darüber kann man sprechen und über das andere Thema kann man sprechen. Jetzt beginnen wir aber erst einmal über die über das Thema, dass Sterne oder irgendwelche Himmelskörper, Himmelsgestirne, irgendetwas bewirken können. Wir sagen genau das Gleiche, was wir auch über Themen vorher gesagt haben. Und zwar, wenn man glaubt, dass diese Sterne irgendetwas bewirken können und gleichzeitig glaubt, dass diese Sterne diejenigen sind, die die schlechten Sachen bewirken und erschaffen, so dass sie praktisch wie ein zweiter Schöpfer sind neben Allah subhanahu wa ta'ala, das wäre eine Form des großen Schirk, al-Shirk al-Akbar. Und die zweite Form ist eine zweite Form, daran zu glauben, dass die Sterne etwas bewirken können. Wenn ich jetzt manchmal Sterne sein, meine ich damit eigentlich alle Himmelskörper, was auch immer es da oben geht. Und zwar, dass man aufgrund der Konstellation von den Sternen, je nachdem wie sie gerade stehen, eine Zukunft voraussagt. Aufgrund ihrer Konstellation eine Zukunft voraussagt und sagt, wenn dieser Stern so und so aufgeht, dann ist es zum Beispiel ein gutes Zeichen. Dann wird etwas Gutes geschehen. Wenn dieser Stern, der Stern so und so aufgeht, dann wird etwas Schlechtes geschehen. Ja? Dies ist auch eine Form des großen Kufr, denn wer behauptet, die Zukunft zu kennen, ist aus dem Islam ausgetreten, auch wenn er es nicht weiß. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلْ sprich, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, niemand kennt das Verborgene, weder in den Himmel noch auf der Erde, außer Allah. Und gemeint ist, niemand von den Himmelsbewohnern, noch niemand auf, weder noch jemand auf der Erde kennt das Verborgene, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und diese Ayah ist eindeutig, deswegen jeder Mensch, der behauptet, irgendetwas von der Zukunft zu kennen, auch wenn er fünfmal pro Tag betet, auch wenn er ein Führer ist von irgendeiner Gruppierung, wenn er behauptet, er kennt die Zukunft, der hat den Koran geleugnet und wer den Koran leugnet, ist aus dem Islam ausgetreten. Die dritte Form, wie man glauben kann, dass diese Himmelskörper etwas bewirken, ist, dass man denkt, dass wenn ein bestimmter Stern aufgeht, dann wird etwas Gutes geschehen.
das allerdings Allah subhanahu wa ta'ala bewirkt. Ja, das heißt, sie sagen nicht, dass diese Sterne selbst etwas bewirken können, sondern sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist derjenige, der diese Sachen bewirkt. Allerdings denken sie, dass die Ursache dafür in diesem Aufgang der Sonne oder in diesem Aufgang dieses Sternes liegt. Und diese Form, wie wir auch schon mehr als einmal erwähnt haben, ist eine Form des kleinen Schirk. Und wenn wir sagen kleinen Schirk, dann bedeutet das nicht, dass dieser Schirk vielleicht nicht so schlimm ist. Natürlich ist er im Vergleich zum großen Schirk nicht so schlimm, aber dieser kleine Schirk ist immerhin die größte der großen Sünden, die es überhaupt gibt. Und immerhin gibt es Gelehrte wie Ibn Taymiyyah rahimahullah, die der Ansicht sind, dass der große Schirk von Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben wird. Das bedeutet auf Deutsch, diese Person, die so etwas begeht, wenn sie keine Taube macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür bestrafen und danach wird Allah subhanahu wa ta'ala ihr erst eine Möglichkeit geben, ins Paradies zu gehen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch einen Hadith gesprochen, der darauf hinweist, dass die Sonne und der Mond Anzeichen sind von etwas, Anzeichen sind für etwas. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem es eine Sonnenfinsternis gegeben hat zu seiner Zeit, wir wissen an dem Tag, an dem sein Sohn Ibrahim gestorben war, hat sich die Sonne verfinstert und dann hat er seinen berühmten Spruch gesagt. Und zwar sagt er: Inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah, yukhawwifu Allahu bihima ibadahu. Die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen der Zeichen Allahs, wodurch Allah seinen Dienern Angst einflößt, wodurch Allah seinen Dienern Angst macht. Und wenn jemand diesen Hadith als Beweis bringt, was sicherlich der Fall ist, die Ahlul Bid'ah, die finden immer irgendetwas aus dem Koran oder aus der Sunna, das indirekt auf das hinweist, was sie tun. Allerdings ist immer der Fall, dass sie sich irren. Die Antwort auf diese Sache, auf diesen Hadith als Beleg zu verwenden, denn der Hadith ist authentisch, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Aber die Antwort darauf, wenn man diesen Hadith als Beleg verwenden will, ist erstens einmal, wir sagen, dass die Sonne und der Mond, wir akzeptieren trotzdem nicht, dass sie ein Grund dafür sind, dass es Dürre gibt, Trockenheit gibt oder Hungersnot gibt oder dass durch Kriege, dass sie ein Zeichen sind dafür, dass Kriege ausbrechen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja klar und deutlich: Innahuma la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Die Sonne und der Mond, sagte er, verfinstern sich nicht aufgrund des Todes eines Menschen oder aufgrund der Tatsache, dass er geboren wird. Ja? Und das ist ein klarer Beweis, dass das eine mit dem anderen nicht zusammenhängt. Weder hat es also etwas zu tun mit etwas, was passieren wird, noch mit etwas, was bereits passiert ist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala durch dieses Zeichen ganz einfach, wie es im Hadith steht, will er seinen Dienern Angst einflößen und will ihnen zeigen, zum Beispiel, so schnell kann dieses Leben vorbei sein. So schnell wie die Sonne weg ist. Ihr wisst, es geschieht innerhalb von wenigen Augenblicken, ist die Sonne verfinstert, kein Licht mehr auf der Erde und so schnell kann das Leben vorbei sein. Und wenn man auch nicht einmal, wie die meisten Menschen auf der Welt, nicht wussten, dass es stattfinden wird, diese Finsternis, dann fügt das einem umso mehr Angst hinzu. Und die dummen Menschen sind diejenigen, die gesagt haben, ja, wir wussten sowieso, dass das passieren wird, und sie verstehen überhaupt nicht, was Sache ist. Ja? Und das sind dann diejenigen, die keine Lehren ziehen aus dem, was Allah subhanahu wa ta'ala an Zeichen gesendet hat. Zweitens, die zweite Ansicht, die zweite Möglichkeit zu antworten auf diesen Hadith, wenn er als Beleg verwendet wird, ist, wenn jemand sagt, dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass die Sonne und der Mond ein Anzeichen sind für etwas Gutes oder für etwas Schlechtes, dann sagen wir ja, das stimmt, aber nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen hat durch diesen Hadith.
Habt ihr also für die anderen Sachen auch ein Hadith, dann werden wir uns dem fügen. Allerdings, wenn ihr keinen habt, dann fügen wir uns dem nicht. Und die erste Antwort ist die bessere Antwort, Wallahu ta'ala a'lam. Zweitens kann man darüber sprechen, über die Sternenkunde. Man kann darüber reden, wie die Sterne schweben, welcher Umlaufraum sie schweben und zu welchem Zeitpunkt sie wo sein werden und so weiter und so fort. Das kann Vorteile für den Menschen im Diesseits haben und es kann auch, und das ist natürlich von Vorteil, dass man das dann auch lernt, und es kann auch Vorteil sein für die, von Vorteil sein für die Religion. Und es kann sein, dass es sogar zur Pflicht wird, so etwas zu lernen. Zum Beispiel kann man durch die durch Bestimmung der Sterne oder durch indem man weiß, wo die Sterne stehen, wissen, welche Himmelsrichtung wo ist. Mit anderen Worten, man kann herausfinden, in welche Richtung man beten muss, in welche Richtung die Qibla ist. Und das Sternenbild am Himmel zur Zeit, zum Anfang der Nacht ist anders als zur Mitte der Nacht, anders als zum Ende der Nacht. Ja? Und das ist vielleicht, gehe ich mal davon aus, die Möglichkeit gewesen, wie die Menschen früher gewusst haben, wann die Zeit von Fajr bald eintreffen wird. Denn wir wissen, dass Bilal radiallahu anhu er hatte ja einen Adhan gemacht, und zwar vor der Fajr-Zeit. Und dieser Adhan, der wird natürlich bei den meisten Muslimen gar nicht mehr gemacht, außer, also mit Sicherheit weiß ich es, in Medina wird es gemacht. Auf jeden Fall, und dann gibt es noch den zweiten Adhan von eben Maktum, radiallahu anhu, den er dann gemacht hat, als die Zeit eingetroffen ist, die falsche Zeit tatsächlich eingetroffen ist. Und hier sieht man, dass, wie hätte die erste Person wissen können, dass die meiste Zeit der Nacht schon vorbei ist? Unter anderem durch das Sternbild oder natürlich auch durch Sanduhren, aber mir ist nicht bekannt, dass sie durch Sanduhren sowas gemacht haben. Zumindest mit Sanduhren ist auch nicht so sicher, weil ja, du wisst ja, dass die Nacht manchmal länger wird, manchmal kürzer ist. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, kann man auch nicht, man kann nicht nur herausfinden, welche Richtung die Gebetsrichtung ist, also oder die Himmelsrichtung, sondern man kann auch herausfinden, in welcher Jahreszeit man ist. Welche der vier Jahreszeiten ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, wa'alamat wa bin najmihum yahtadun, als er sagte, wa bin najmihum yahtadun, und auch durch die Sterne sind sie recht geleitet. Gemeint ist also nicht die Rechtsleitung, dass man vom Kufr zum Islam kommt, sondern dass man seinen richtigen Weg findet. Und in Surat An-Nahl sagte Allah subhanahu wa ta'ala dies im 16. Vers. Und dadurch wissen wir, dass es also tatsächlich man sich an den Sternen orientieren kann. Dann sagte Qatada, rahimahullah ta'ala, einer der Imamen der Tabi'in, er sagte, khalaqallahu hadhihi an-nujum li-thalath. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sterne aufgrund von drei Ursachen, aus drei Gründen erschaffen. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah, sagte, also in seinem Sahih al-Bukhari, sagte er, Qatada hat gesagt, Qala Qatada. Und er erwähnt nicht, wie das über Qatada überliefert worden ist. Und wie ihr sicherlich wisst, die Hadith bei Sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sind zweigeteilt. Es gibt Hadithe, wo Al-Imam Bukhari erwähnt seine Überlieferungskette von sich bis zu der Person, über die er etwas überliefert, meistens der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt auch Aussagen, die Imam Bukhari einfach so erwähnt. Er sagte, Qala ibn Abbas oder Qala Qatada oder Qala al-Hasan al-Basri. Ja? Und wenn er das macht, das nennt man Muallaq. Das nennt man Muallaq. Diese Überlieferung im Muallaq. Und diese Überlieferungen, die Muallaq sind, diese Überlieferungen sind, manche von ihnen sind authentisch und manche von ihnen sind nicht authentisch. Aber normalerweise, wenn man sagt, wenn man ehrlich ist zu den Menschen und einen Hadith überliefert und sagt, Imam al-Bukhari hat überliefert, dass das und das, das gesagt worden ist, und dann meint man normalerweise, ja, die Hadith al-Musnadah, das heißt die Hadithe,
wo er eine Überlieferungskette erwähnt hat. Wenn man allerdings das so ausdrückt, wenn ich jetzt sagen würde, Imam Bukhari hat überliefert, dass Qatada gesagt hat, dann wäre das eine Art, also eine Art von Betrug, ja, eine Art von Betrug. Und das machen manche Leute, weil sie nicht unterscheiden können zwischen die Ahadith al-Musnada bei al-Bukhari und die Ahadith al-Mu'allaqa bei al-Bukhari. Wie dem auch sei, Qatada, rahimahullah ta'ala, sagte, laut Imam Bukhari, und meistens kann man davon ausgehen, dass wenn al-Bukhari sagt, die Person so hat das gesagt, dann geht man auch, kann man meistens davon ausgehen, aber nicht immer, dass es auch tatsächlich die Person gesagt hat. Qatada, rahimahullah, hat gesagt, sagt er, Khalaqallahu hadhihi an-nujum li-thalath, zinatan lis-sama, wa rujuman lish-shayatin, wa فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رحمه الله تعالى. Qatada sagte, und bevor wir übersetzen, was Qatada rahimahullah gesagt hat. Qatada hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sterne aufgrund von drei Dingen erschaffen. Erstens als Schmuck für den Himmel, zweitens als Wurfgeschosse gegen die Satane und drittens als Anzeichen oder als Zeichen, sodass man den richtigen Weg findet. Und wer, er sagt, rahimallah, sinngemäß, wer etwas anderes sagt, außer diese drei Kategorien, etwas sagt, was nicht in diese drei Kategorien fällt, der hat sich geirrt und hat sich also umsonst Mühe gegeben in einem Thema, wo er sich nicht auskennt. Und diese Sachen wollen wir jetzt durchgehen. Erstens einmal sagt er, rahimahullah ta'ala, als Schmuck für den Himmel, der Beweis dafür ist in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im 6. Vers Surat As-Saffat, sagte er, Inna zayyanna as-sama' ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert. Mit den Himmelskörpern. Ja? Oder nach anderen Lesart mit dem Schmuck der Himmelskörper. Yani, und zwar auf Inna Zayyanna Sama Dunya Bizina Tilkawakib wäre die andere Lesart. Wie dem auch sei, das ist der Beweis aus dem Koran für seine Aussage, Rahimallah. Dann als zweites, als Wurfgeschosse gegen die Satane. Wir wissen, liebe Geschwister, dass die Satane, und gemeint ist die Satane von den Dschinn, nicht die Satane von den Menschen, sondern die Satane von den Dschinn, die werden von diesen Sternschnuppen abgeschossen. Warum? Weil sie ja versuchen, etwas mitzubekommen, was die Engel besprechen, und dann werden sie abgeschossen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Sa'd im 37. Vers. Und die Satane der Dschinn sind ja viel stärker als die Satane von den Menschen, offensichtlich, wie der Koran es hergibt. Im 37. Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und auch die Satane jeden Bauarbeiter und Taucher. Und ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, das war der 37. Vers von Surat Sa'd, Surah 38. Und dann sagte er auch im 38. Vers, und andere in Ketten zusammengebunden. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls im 380. Vers, Entschuldigung, auf Seite 380 in Surat An-Naml, Vers 39, قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. Ein Unüberwindlicher von den Dschinn sagte, ich bringe ihn dir, gemeint ist der Thron von Belqis, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Ja, der saß, bevor noch er. Und ich bin wirklich, oder ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Dadurch wissen wir, dass diese Dschinn von den Dschinn, also doch erhebliche Kraft haben müssen. Von Saba nach Asham. Und zwar der gewaltige Thron von der Königin von Saba. Wollte er in einem Augenblick bringen. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 572
Und das ist, worauf ich schon vorhin hingewiesen habe, sagt er im 9. Vers von Surat al-Jin, Surat 72, und wir pflegten ja, die Jinn sprechen, und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Also nochmal, und wir pflegten ja an Stellen von ihm, vom Himmel, Sitze zum Abhören einzunehmen, denn sie haben übereinander gestapelt. Wer aber jetzt abhört, als der Koran herabgesandt worden ist, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Und dass es noch weiter anhält, sieht man ja mit eigenen Augen. Und das Dritte ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wir hingewiesen haben, schon aus dem Koran, dass Allah die Sterne zu Zeichen gemacht hat, wodurch man recht geleitet wird. Also recht geleitet, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, den richtigen Weg findet, in der Wüste oder was nicht wo, irgendwo. Dann weiterhin, Qatada, rahimahullah ta'ala, kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-Qamar. Qatada, rahimahullah ta'ala, hat es verabscheut, dass man lernt, diese verschiedenen Mondstationen zu kennen. Und dann sagte er weiter, rahimahullah, der Autor, وَلَمْ يُرَخِّصْ إِبْنُ عُوَيْنَةَ فِيهِ. Und Ibn Uwayna, rahimahullah, auch der eine der Imame der Muslime, hat dies auch nicht erlaubt. وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَد وَإِسْحَاق. Ahmed ibn Hanbal und Ishaq ibn Rahuya, möge Allah mit ihm beherzt sein, sie haben es erlaubt, dass man diese verschiedenen Mondstationen lernt und kennt. Und der Grund, warum diese Gelehrten, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, die Sachen verboten haben, ist, wallahu a'lam, genau derjenige, dass man nicht in dieses Thema reinrutscht und nicht denkt, dass diese Sachen irgendwie eine Wirkung haben. Und wie dem auch sei, wie gemeint ist mit Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna natürlich, der Berühmte, und wie dem auch sei, die richtigere Ansicht ist, dass es erlaubt ist, so etwas zu lernen und dass es nicht makruh ist. Es sei denn, es gibt natürlich ein Anzeichen dafür, dass jemand also in diese Richtung geht und irgendwie davon beeinflusst wird, dann natürlich ist die Sache verboten, das ist klar. Aber normalerweise nur zu lernen, wo diese Stationen des Mondes sind und wo die Stationen der Sterne sind, wenn es einen Sinn macht für das Diesseits oder für das Jenseits, dann ist es sinnvoll. Wenn es keinen Sinn macht, dann ist es sinnlos, wie sich schon das Wort sich hergibt. Und weiterhin, liebe Geschwister, erwähnt der Autor ein Hadith von Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah, wa radiallahu anhu. Er sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, thalathatun la yadkhuluna al-Jannah, mudminu al-Khamr, wa qati'u al-Rahim, wa musaddiqun bis-Sihr. Der Hadith ist, ich übersetze ihn erst einmal. Drei Gruppen von Menschen oder drei Arten von Menschen werden nicht ins Paradies eingehen. Erstens einmal ist jemand, der alkoholabhängig ist. Oder jemand, der sehr viel Alkohol trinkt. Waqati'u Rahim, jemand, der seine Verwandtschaftsbande bricht. Diesen Verwandtschaftsstrick bricht, zerreißt. Wa musaddiqun bis-Sihr, und jemand, der an Sihr glaubt. Und was mit Sihr hier gemeint ist, werden wir gleich sehen. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert in seinem Musnad. Und Imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, hat es in seinem Werk, Sahih Ibn Hibban, ebenfalls überliefert. Und der Imam Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, hat ihn auch überliefert. Und Imam Al-Hakim, rahimahullah, sagt, der Hadith ist Sahih. Und Al-Dhahabi bestätigte dies. Und liebe Geschwister, erstens einmal, die erste Person, die nicht ins Paradies eintreten wird, und das ist eine Warnung für ihn, ist jemand, der alkoholsüchtig ist. Oder eigentlich sehr viel Alkohol trinkt. Und was bedeutet, was ist Alkohol oder was ist Khamr, wie es wortwörtlich heißt? Khamr ist alles, wodurch man besoffen wird. Deutsch. Kullu muskirin Khamr. Der Prophet Sallam sagte, alles, was zu Berauschen führt, das ist Khamr. Und manche Leute, die haben irgendwie keine Ahnung. Die sagen Khamr bedeutet, die sagen dann, auch wenn ich weiß nicht was
viel rauche, und dann wird mein Kopf auch benebelt. Ja, die haben keine Ahnung. Die sagen einfach irgendeinen Quatsch, weil sie einen Begriff auf Arabisch gehört haben und wurde irgendwie mit benebelt übersetzt, was ja vielleicht nicht unbedingt falsch ist, aber dann denken sie, alles, was irgendwie den Kopf beeinflusst, ist sofort Ramme. Ja, weil sie natürlich nicht fragen und einfach das weitergeben, was sie denken, was stimmt. Und ihr wisst, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, es reicht dem Menschen schon an Sünden, dass er alles weitergibt, was er hört. Ja? Das heißt, ohne dass er nachfragt, ob das Wort stimmt. Und wenn er sagt, es reicht ihm schon an Sünden, das heißt, es reicht ihm schon, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn in die Hölle wirft. Das ist damit gemeint. Es reicht ihm an Sünden, wenn man alles weitergibt. Du hast einen Hadith, du gibst ihn einfach weiter. Warum sagen wir das? Weil manche Leute denken, wenn sie einen Hadith irgendwo mal gehört haben von jemandem, und dann sind sie schon befugt dazu, das heißt, sie dürfen schon den Hadith einfach weitergeben, und das war's, ohne nachzuforschen. Ja. Aber ihr wisst, dass heutzutage Leute, die Bücher schreiben, gibt es sehr viele, und Leute, die Unterricht halten, gibt es auch sehr viele, und Leute, die, ja, so, also sage ich mal, über den Islam reden, gibt es sehr viele, und das heißt ja nicht, dass alles, was sie sagen, richtig ist. Wie dem auch sei, deswegen ist nicht alles, was den Kopf beeinflusst, automatisch Khamr. Sondern es muss auch in der Hinsicht sein, dass es zu Freude führt und ein Genuss, und auch ein Genuss mit sich bringt. Ja? Das ist die Sache. Ja. Denn ihr kennt ja den Hadith, wo Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu arda, und nachdem er nachdem er noch Alkohol getrunken hatte, weil der Khamr noch nicht verboten war, hat er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: O hal antum illa abidu abi, seid ihr denn niemand anderes als die Diener meines Vaters? Ja? Und das hat er gesagt, weil er sich nicht bewusst ist der Sache, was er gesagt hat. Und deswegen ist natürlich, weil solche Aussagen passieren können, ist der Khamr haram durch den Koran, die Sunna. Und wer den Khamr für halal erklärt und wer sagt, man darf ein bisschen Alkohol trinken oder ein bisschen ist gesund islamisch erlaubt, ja, wer also Istihlal macht, der ist aus dem Islam ausgetreten, ist Kafir unter Übereinkunft der Gelehrten. Und ihr wisst natürlich auch, liebe Geschwister, jemand, der viel Alkohol trinkt, ja, der ist dieser Sünde sehr nahe, weil die Wahrscheinlichkeit, aber wir sagen das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der viel Alkohol trinkt, auch der Ansicht ist, dass es keine Sünde ist, ist sehr nahe. Das wissen wir. Aber muss nicht sein. Deswegen unser Aqida ist, dass wenn jemand eine Sünde wie Khamr für halal erklärt, dann ist er aus dem Islam draußen. Aber das bloße Alkohol trinken an sich nicht, aber man hat die Warnung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es ein Grund sein kann, dass man nicht ins Paradies eingehen wird. Ja. Liebe Geschwister, die zweite Kategorie von Menschen, die nicht in Al-Jannah eingehen werden, sind diejenigen, die ihre Verbindung mit ihren Verwandten aufbrechen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran an mehr als eine Stelle darauf hingewiesen, dass die Verwandtschaftsbande großen Wert hat. Und er sagte im letzten Vers von Surat Al-Anfal: Aber die Blutsverwandten stehen einander am nächsten. Dies steht im Buch Allahs. Und gemeint ist jemand, der nicht die Verwandtschaftsbande pflegt und nicht darauf achtet, dass er mit seinen Verwandten eine Verbindung hat. Ja? Und wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, die Verwandtschaftsbande zu pflegen bedeutet nicht, dass man, wenn jemand dir etwas Gutes getan hat, dass du dann ihm das Gleiche entgegenbringst, sondern es bedeutet, wenn keine Verbindung zum Beispiel zwischen dir besteht, dass du dann diese Verbindung aufbaust. Und das ist eine sehr schwierige Sache, weil die meisten Menschen in diesem Fall sagen was? Sagen, ja, die Person, die behandelt mich schlecht, und wenn er nichts von mir wissen will, warum sollte ich dann von ihm etwas wissen? Und das ist genau die Sache, wovon der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ja gesprochen hat. Deswegen, die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, ist keine einfache Sache. Und wenn man sich selbst betrügen will und sagt, solche Aussagen sagt und sagt, ja, ich habe ihm etwas Gutes getan und er hat mir aber mit Schlechtem erwidert,
dann betrügt man sich nur selbst, weil das Einzige, was man will, ist, man will diese Person nicht mehr sehen. Das ist, was man durchsetzen will. Gerade wenn man zu einem Mufti geht und ihm das erklärt und so, dann möchte man Hauptsache, man kriegt die Fatwa, dass man das nicht mehr machen braucht. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, den kennen wir, gefragt worden ist über die Tatsache, dass man seine Verwandtschaftsmann, also mit ihm guten Kontakt pflegt und denen immer was Gutes tut und dann entgegnen sie einem mit etwas Schlechtem. Und dann sagte er in diesem Hadith, wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es so, sinngemäß, als würdest du ihnen deine schlechten Taten geben und nimmst ihre gute Taten. Ja? Das heißt also, man hat keine Ausrede, wenn man an Allah den jüngsten Tag glaubt, dass man einfach einen Verwandten mit ihm den Kontakt einfach überhaupt nicht mehr pflegt. Und den Kontakt zu pflegen mit den Verwandten ist von verschiedenerlei Art. Also es verschiedene Arten. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, was soll ich machen mit meinem Freund, meinem Bruder, der ist zum Beispiel im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat oder weil er mich hat versucht umzubringen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, den Kontakt zu pflegen. Den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Anruf, den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Brief, den Kontakt kann man pflegen durch Geschenke. Hauptsache es ist etwas Regelmäßiges, wodurch der Kontakt aufrecht gehalten wird. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und darum geht es in diesem Hadith hauptsächlich, das ist der Grund, warum der Autor diesen Hadith überhaupt erwähnt hat. Es geht nicht um die Verwandtschaftsbande. Er sagte, wa musaddiqun bis-sihr, und jemand, der an As-Sihr glaubt. Und As-Sihr, gemeint ist hiermit unter anderem die Astrologie. Weil At-Tanjim, das heißt zu glauben, dass bestimmte Sternkonstellationen irgendeine Wirkung haben, ist eine Form von As-Sihr. Und wir haben den Hadith schon gelernt, wir haben den Hadith schon erwähnt, und zwar, also nicht heute, sondern früher mal, man iqtabasa shu'batan min an-nujum, faqad iqtasaba shu'batan min as-Sihr. Also wer einen Teil von dieser Astrologie lernt, von dem, was wir eigentlich geredet haben, der hat auch gleichzeitig einen Teil von As-Sihr gelernt. Und wer also glaubt einem Astrologen, der sagt, es wird zum Beispiel das und das passieren aufgrund dieser Sternkonstellation, der hat eindeutig dieser Person geglaubt. Also der glaubt dieser Person. Und was haben wir gesagt, was Sihr ist? Grundsätzlich, Sihr ist alles, dessen Ursache unbekannt ist. Und nicht alles ist deswegen verpönt, haram, weil nicht alles, was wir, dessen Ursache wir nicht kennen, muss deswegen haram sein. Wir kennen das meiste nicht, ja. Aber das ist sprachlich. Alles, dessen Ursache nicht bekannt ist, das nennt man Sihr. Und das ist eine Form, ja. Wenn man denkt, diese Sterne so und so, in dieser Stellung, wenn sie so aussehen wie ein Esel zum Beispiel, dann denkt man, dass irgendwas auf der Erde passieren wird. Es ist keinem klar, weder dem Astrologen, der diese blöde Aussage gemacht hat, noch dem anderen ist klar, warum dieser Esel jetzt plötzlich irgendwie eine Flut verursachen sollte. Ja? Aber trotzdem glaubt man daran, deswegen ist es eine Form von Es-Sihr, sonst nichts. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein großer Nutzen, wenn wir das verstehen, damit wir viele andere Hadithe verstehen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Thalathatun la yadkhuluna al-Jannah. Es gibt drei Gruppen von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Heißt das, dass es nur diese drei Personen gibt oder gibt es noch andere Personen, die nicht in al-Jannah gehen werden? Die Antwort ist ganz klar, dass es noch viele andere Gruppen gibt von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Sondern der einzige Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Satz so anfängt, er sagte, es gibt drei Arten von Menschen, die nicht in die Jannah eingehen werden, ist, damit er die Zuhörer darauf einstellt, dass jetzt drei Sachen kommen werden. Drei Sachen. Und das hat auch einen großen Vorteil, dass man kann dadurch auch leichter auswendig lernen. Und zweitens, man kann auch als Vorredner leichter sich merken, welchen Punkt man vielleicht auch, oder ob man überhaupt einen Punkt vergessen hat. Oder es führt dazu, dass der Zuhörende merkt, dass der Redner einen Punkt vergessen hat. Ja? Aber es ist überhaupt nicht eine einschränkende Aussage, sodass nur diese drei Leute kommen nicht ins Paradies. Nein, es gibt noch viele andere, die in anderen Hadithen erwähnt sind. Aber die Frage ist jetzt, liebe Geschwister, diese drei Personen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesprochen hat, sind sie Kuffar, weil sie nicht ins Paradies einkommen werden?
Die Gelehrten sind verschiedener Ansicht in Bezug auf diesen Hadith und auch anderen Hadithen, wo es darum geht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagt, die und die Person wird nicht in Al-Jannah eingehen. Die erste Gruppe von, sagen wir mal, von Muslimen oder Teilen der Muslime sind die Al-Mu'tazila und Al-Khawarij. Sie sind, sie nehmen einfach die offensichtliche Bedeutung dieser Verse oder die offensichtliche Bedeutung dieser Hadithe und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat gesagt, die Personen gehen nicht in Al-Jannah und wenn sie nicht in Al-Jannah gehen, das heißt, sie werden ewig in der Hölle bleiben. Wir wissen, dass die Khawarij und die Mu'tazila sich in einem klitzekleinen Punkt unterscheiden, in diesbezüglich. Und zwar, die Khawarij haben gesagt, die Person ist Kafir. Und deswegen bleibt er für immer in der Hölle. Und die Mu'tazila haben gesagt, nein, die Person, sie ist weder gläubig noch ungläubig. Sie ist sowas dazwischen. Und aber in Al-Akhirah, im Jenseits, werden sie auf ewig in der Hölle bleiben. Das heißt, diese Gruppen, diese Sekten achten nicht darauf, was der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an anderen Aussagen noch gesagt hat. Ihre Sichtweise ist eingeschränkt. Sie nehmen diesen einen Hadith und das war's und achten nicht auf die anderen. Die zweite Aussage unter den Muslimen ist, dass es in diesem Hadith darum geht, um diejenigen Personen geht, die diese Dinge tun und glauben, dass sie halal sind. Das nennt man Istihlal. Und wer Istihlal macht, ist ungläubig. Das wissen wir. Und sie sagen, wer allerdings diese Dinge macht und in seinem Herzen Iman hat und nicht und er ist überzeugt und er ist überzeugt, dass diese Sachen haram sind, dann ist sie kein Kafir. Aber diese Auslegung dieses Hadithes ist auch nicht ganz optimal und nicht, auch nicht astrein, weil, liebe Geschwister, eine Person, die Khamr trinkt oder nicht Khamr trinkt und glaubt, dass Khamr halal ist, die ist in der Hölle auf ewig. Ob sie trinkt oder nicht trinkt, spielt dann keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, wenn sie getrunken hätte, hätte sie auch nicht viel mehr geschadet. Insofern, wenn man das den Hadith so auslegen würde, würde man sagen, was bedeutet, welchen Sinn macht es dann, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, denke, der Khamr trinkt, viel trinkt, der ist auf ewig in der Hölle. Und jemand, der an Sihr glaubt, ist auf ewig in der Hölle. Und jemand, der die Verwandtschaftsbande bricht, der ist auf ewig in der Hölle. Wenn es nicht darum um die Tat geht, sondern darum geht, dass man Istihlal gemacht hat. Wallahu a'lam. Und die dritte Ansicht ist, dass wir einfach diese Hadithe, wie sie sind, so akzeptieren, wie sie sind. Und so weitergeben, wie sie sind. Und da unser Herr, subhanahu wa ta'ala, uns nicht weiter darin informiert hat, wie in solchen Versen wie: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Und wer einen gläubigen Menschen absichtlich tötet, so ist dessen Belohnung die Hölle. Ewig wird er darin bleiben und Allah wird zornig über ihn sein. Und Allah wird ihn verfluchen und Allah wird für ihn gewaltige Strafe bereitet haben. Surat An-Nisa, Vers 93. Die Frage ist, was ist das? Wenn ein gläubiger Mensch das tut, geht er auch dann ewig in die Hölle und kommt nie wieder daraus. Und deswegen die eine Ansicht ist, dass wir diese Hadithe so akzeptieren, wie sie sind und die ganzen Überlieferungen und dass wir sie einfach als Warnung verstehen und gleichzeitig daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala andere. Wie heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen, die La ilaha illallah in ihrem Herzen hatten, auch aus der Hölle rausnehmen wird, wie es in vielen Hadithen überliefert worden ist. Die vierte Ansicht ist, dass man sagt, also dass man weder diese Hadithe also verneint, noch an die Hadithe genauso glaubt wie die Khawarij und die Mu'tazila, sondern dass die Hadithe bedeuten, er wird nicht in Al-Jannah reingehen, ohne bestraft zu werden. Sondern er muss bestraft werden, noch bevor er in Al-Jannah geht. Wenn er bestraft wird, dann darf er in Al-Jannah gehen. Das heißt, sie gehen nicht in Al-Jannah rein, das heißt nicht direkt. Das ist auch eine Ansicht unter den Gelehrten. Und es gibt auch
mehr, noch andere Ansichten. Eine Ansicht wird Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, zugeschrieben, und das, dass er gesagt hat, und das ist auch eine sehr wahrscheinliche Ansicht, und zwar sagte er, und das ist also seine Ansicht, dass, subhanallah, die ist der Realität, wallahu a'lam, vielleicht am nächsten, und zwar sagte er, wer solch eine Sünde begeht, dadurch, das ist der Grund dafür, warum er zum Kufr gelangt. Und wenn er zum Kufr gelangt ist, dann ist er der Hölle auf ewig. Also ist er der Ansicht, dass diese großen Sünden, und das ist zweifellos richtig, die großen Sünden sind ein Grund dafür, warum man zum Kufr kommt. Ja. Und zum Beispiel, warum sollte jemand, der nicht mit Zinsen nichts zu tun hat, darüber streiten, ob Zinsen haram sind oder halal sind, wenn er liest im Koran, wo ahallallahu al-bay'a wa harram al-riba. Und Allah hat den Handel erlaubt, aber die Zinsen für verboten erklärt. Warum sollte jemand darüber streiten? Und obwohl er mit Zinsen gar nichts zu tun hat, Alhamdulillah, und auch nichts mit denen zu tun haben möchte und auch nicht von denen abhängig ist und sonst was und auch nicht davon lebt. Aber die andere Person, die zum Beispiel ihre paar Millionen Euro angelegt hat und die jeden Monat weiß nicht wie viel Euro bekommt, auf jeden Fall davon gut leben kann, Miete zahlen kann, Wasser, Strom und so weiter. Und jetzt sagt man ihr, das ist haram. Diese Person wird diejenige sein, die sucht und guckt, ob sie eine Fatwa findet, dass es halal ist, dass sie dann so zufrieden weiterleben kann. Und wenn sie dann glaubt, dass es halal ist, ist sie aus dem Islam draußen. Also sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass die großen Sünden ein Grund dafür sind, dass man in die Hölle kommt. Auf ewig. Auf ewig. Ja? Wie Imam Ahmad Muhammad rahimahullah in dieser Ansicht vertreten hat. Wallahu ta'ala a'lam. Ihr kennt ja auch was auch darauf hinweist, wallahu a'lam, ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Mensch, also ich übersetze den Hadith jetzt frei, ja, der Mensch, dem geht es so lange gut, alaikum salam. Dem Menschen geht es so lange gut, also sein Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala ist so lange noch in Ordnung und er hat so lange noch die Möglichkeit, in Al-Jannah zu kommen, solange er nicht verbotenes Blut vergießt. Solange er nicht verbotenes Blut vergießt. Dann, liebe Geschwister, sind wir mit diesem Kapitel, mit dem Teil fertig. Und wie wir gesagt haben, die Aussage von Qadha haben wir schon überliefert. Gut, liebe Geschwister, hier kommen wir zum neuen Kapitel. Und wir machen aber kurz eine Pause von 3,5 Minuten. Inshallah, und dann machen wir weiter. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Machen wir weiter. Und zwar, neue Kapitel heißt Babun Maja'a fil Istisqa'i bil Anwa'. In diesem Kapitel geht es darum, was überliefert worden ist in Bezug darauf, dass man um Regen bittet bei Dingen wie Orkanen, Unwetter, Stürmen und solche Sachen. Und das ist Alhamdulillah, wer seine Aqidah kennt, das ist nicht kompliziert. Ganz einfach, wenn jemand natürlich einen Sturm vor sich sieht und zum Beispiel sagt, ihr wisst heutzutage, man gibt den Stürmen Namen. Kennt ihr schon, ne? So, weiß nicht, was gibt's. Gabriela, du weißt nicht was. Katrina, wenn man sagt, oh Katrina, bitte komm über Washington oder sowas, ja, dann wäre das eine große Form von Ashirk. Ja? Aber ja, man denkt, das macht keiner, aber das Witzige ist, es gibt ja noch komischere Sachen als auf der Welt als das. Es gibt ja sogar Menschen, die nehmen vom Islam, dass es Shaitan gibt, und die nehmen aber nicht vom Shaitan, dass in die Hölle geht, verstehst? Und das heißt, die bitten den Shaitan an, das meine ich damit, ja. Es gibt solche Leute, kennt ihr ja. Und deswegen, also das ist ja noch seltsamer als dies, sage ich, finde ich, Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, okay, und die zweite
Art ist, wenn man irgendwie denkt, dass diese Stürme und Orkane, sie sind diejenigen, die den Regen bringen, unabhängig von Allah, die entscheiden selbst, wann der Regen kommt, wann er geht, wie kleine Götter. Und das ist natürlich auch eine Form des großen Schirk in Bezug auf Ar-Rububiyya. Und wenn sie, na, und wenn man Dua machen würde, dann wäre es eine Form vom Schirk der Uluhiyya oder Ubudiyya, wie man will, und so weiter und so fort. Und wenn man denkt, dass diese Stürme ein Grund dafür sind, dass es regnet, und dass darin eine Ursache liegt, die Allah subhanahu wa ta'ala allerdings nicht gesetzt hat, dann ist es auch eine Form des Schirk, und zwar des kleinen Schirk, wie wir öfter und sehr oft gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Waqi'ah auf der Seite 537, im Vers 82 sagte er, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ. Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll eure Ableugnungen sein. Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala versorgt uns Tag und Nacht, 24 Stunden pro Tag mit Rizq. Und unsere Dankbarkeit dafür ist, dass wir diesen Rizq leugnen. Ja, das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir jetzt hier zitiert haben. Und der Rizq, den Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gibt, ja, also zum Beispiel der Regen jetzt, also worum geht es in dem Kapitel? Zum Beispiel diese Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala schickt. Orkane, Stürme, solche Sachen, die haben ja auch Vorteile, auch wenn wir sie nicht sehen oder nicht alle sehen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala also uns etwas schickt, ein Rizq schickt, und dann sind wir auch noch undankbar darüber, undankbar ihm gegenüber. Eine Art von Rizq ist Al-Ilm, das Wissen. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe Alhamdulillah, ich habe viel Wissen, und das Wissen habe ich bekommen, weil ich Alhamdulillah viel gelernt habe, und abstreitet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm alles zur Verfügung gestellt hat, damit er dieses Wissen aneignen konnte, weil Allah hätte nur ihn taub, stumm und blind machen können, dann hätte er schon gar nichts lernen können. Ja? Oder er hätte ihn einfach als kranken Menschen, als geistig Behinderten kommen können, erschaffen können, dann hätte er auch gar nichts lernen können. Das heißt, wenn er abstreitet, dass es die Ni'ma des Wissens von Allah kommt, dann hat er auch schon die Undankbarkeit gezeigt. Und das ist eine Form des Kufr, weil ihr wisst, der Kufr gibt es verschiedene Formen. Und eine Form ist, dass man die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala nicht dankt. Ja. In einem Hadith, da'if, ist überliefert worden, bei Imam Ahmad und anderen, bei Tirmidhi und Imam Ahmad und anderen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith gesagt hat, dass mit Rizq gemeint ist, der Regen. Und ihr macht eure Versorgung, euren Regen, bedankt ihr euch damit, indem ihr leugnet. Indem ihr leugnet. Das heißt, leugnet, von wem es wirklich kommt. Ja. Aber es ist authentisch überliefert über Ibn Abbas, radiallahu anhuma, im Tafsir zu dieser Ayah, dass mit dem Rizq der Regen gemeint ist. Ja. Und wir wissen, dass wenn Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte, mit dem Rizq in diesem Vers ist der Regen gemeint, dann schließt es nicht aus, dass auch damit andere Sachen gemeint sein können. Ja? Denn ein Vers, wenn er mehrere Bedeutungen hat, und ihn auszulegen gemäß einer Bedeutung, widerspricht nicht, dass es auch andere Bedeutungen gibt. Ja. Wir wissen, liebe Geschwister, wenn man den Rizq leugnet, den Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat, dann kann das auf verschiedene Arten geschehen. Die erste Art ist, indem man diesen Takdhib, diese Leugnung ausspricht und sagt, nein, das kommt nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder die zweite Möglichkeit ist, indem man durch die eigenen Taten, ja, zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht derjenige ist, der einem diesen Rizq gegeben hat. Wie zum Beispiel die Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala durch den Rizq, die Allah ihnen gegeben hat, sie nehmen diesen Rizq und bedanken sich bei Allah subhanahu wa ta'ala auf die Art, dass sie den Rizq auf verbotene Art und Weise hergeben oder in verbotenen Sachen investieren. Das bedeutet, sie haben durch ihre Taten geleugnet, von wem sie diesen Rizq bekommen haben.
Dann sagte Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, arba'un fi ummati min amri al-Jahiliyyah, la yatrukunahunna, al-fakhru bil-ahsab, wal-ta'nu fil-ansab, wal-istisqa'u bin-nujum, wal-niyaha. Wa qala, an-na'ihatu إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sagte im Hadith, überliefert bei Muslim, überliefert von Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu an, er sagt, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, folgendes sagte: Es gibt vier Dinge, die es in meiner Umma geben wird und die sie niemals unterlassen werden, und sie gehören zur Jahiliyyah, zur vorislamischen Zeit, zur Zeit der Unwissenheit. Das heißt, die Sachen, die nicht in den Islam reingehören. Al-Fakhru bil-Ahsab, dass sie stolz darauf sind, woher sie abstammen. Wat-Ta'nu fil-Ansab, und dass man Verwandte oder die Abstammung von bestimmten Personen schlecht macht. Walistisqa'u bin Nujum, und dass sie um Regen bitten durch, bei den Sternen. Wan Niyaha, und das ist das übertriebene Weinen und Heulen, meistens wenn jemand gestorben ist. Und dieser Hadith, Alhamdulillah, erklärt sich eigentlich von selbst, aber der erste Teil ist, dass man stolz ist darauf, woher man abstammt. Und man ist stolz darauf, dass man von Bani Ismail abstammt. Oder man ist stolz darauf, dass man von irgendwo herkommt, also Araber ist oder nicht Araber ist oder woher. Und das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Und die einzige Sache, auf die man stolz sein kann, und die darf man sowieso nicht zum Vorschein tragen, ist At-Taqwa, und das ist, dadurch werden sich die Menschen am jüngsten Tag unterscheiden und nicht durch etwas anderes. Dann weiterhin, dass sie schlecht machen, die Verwandten schlecht machen, die eigenen Verwandten oder andere, oder die Abstammung von anderen Leuten schlecht machen, das erklärt sich von selbst. Man sagt zu ihm, wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschehen ist, sagte der eine zu dem anderen: Du Sohn einer schwarzen Frau. Ja, das ist eine Beleidigung natürlich der Herkunft, für die der Mensch nichts kann. Das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Person: Inna kamru'un fika Jahiliyyah. Also, du bist ein Mensch, in der sich noch eine Eigenschaft der Jahiliyyah befindet. Und dann, dass man bei den Sternen um Regen bittet, haben wir schon ausführlich darüber gesprochen. Und als letztes, dass man aufgrund des Todes einer Person übertrieben weint. Und gemeint ist, dass man absichtlich seine Stimme lauter macht oder absichtlich sich zum Weinen bringt, damit man den Leuten zeigt, dass man traurig ist, und dass die Leute sehen, Masha'Allah, die sind sehr berührt aufgrund des Todes dieser Person. Und wenn sie es nicht machen, dann würden die Leute sagen, für sie war der Tod jetzt nicht so wichtig und nicht so schlimm, dass er gestorben ist. Und deswegen machen sie das dann, weinen sie extra. Ja? Und weil das normale Weinen, traurig sein und heulen, der Grund, dass einer Person, die gestorben ist, ist erlaubt, zweifellos. Aber dass man übertrieben weint und absichtlich und vielleicht noch die Kleider zerreißt, wie auch in der Jahiliyyah passiert ist, oder dass man unzufrieden ist mit Allahs Bestimmung, das ist gehört zu den Anzeichen der Jahiliyyah. Und dann sagte er, alayhi salatu wassalam, dass diese Frau, die so etwas macht, und warum hat der Prophet von einer Frau geredet? Weil das meistens die Frauen sind, die so etwas machen, und die Männer weniger. Er sagte, an Na'iha, dass die Frau, die sowas macht, die Niyaha macht,
wenn sie keine Taube macht, bevor sie stirbt. Und das ist einer von den Beweisen, warum, einer von den Beweisen, dass diese Hadithe gelten für die Personen, die keine Taube machen. Dass sie bestraft werden für das, was sie tun. Sie sagte, wenn sie keine Taube macht, bevor sie stirbt, dann wird sie am Tag der Auferstehung dastehen mit einem Gewand aus flüssigem Teer und einem Gewand aus Djarab. Und Djarab ist eine Krankheit, die heißt Krätze. Und das ist eine Hautkrankheit. Und dann wird das eine zum anderen hinzugefügt. Natürlich geht es dann der Person umso schlechter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Dann, liebe Geschwister, überliefert der Autor einen Hadith von Zayd ibn Khalid radiallahu anhu arda. Und das ist der letzte Hadith, oder besser gesagt, bei diesem Hadith machen wir Stopp. Und bei diesem Hadith machen wir Stopp und dann beim nächsten Mal lernen wir wirklich kennen, was man auch nicht sagen darf in Bezug auf Wolken, die kommen und dann regnet es. Manche Personen sagen dann, der Regen ist zu uns gekommen aufgrund der Wolken. Ja? Und andere Menschen, sie schreiben diese Sache Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und diesen Hadith geht es als nächstes. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.